Einstein hat schon übrigens gesagt, ja, wenn es keine Biene mehr gibt, wird es nach 4 Jahren keine Menschen mehr geben. Aber da sind auch die Larven am weitesten. Mhm. Ja, gut. Ja. Zeigt, dass ihr gut beobachten könnt. So. Also heute werde ich zum Teil gefragt, können wir mal gucken kommen. Früher kamen ganze Busladungen von Leuten her und haben das angeguckt. Frühling in Eddigehausen. Die Hummelwiese bei Eberhard von Hagen erwacht zu neuem Leben. Von hier aus starten jedes Jahr Hunderte von Hummeln in eine von Menschen gemachte Landschaft. Kann sie aber nicht hier nicht so öffentlich zeigen, sonst fliegt sie weg. Es ist März. Das Hummeljahr beginnt für den Hummeldoktor wie immer mit der Jagd auf Königinnen. Die ersten Audienzen gewähren Eberhard von Hagen die Majestäten auf dem nahen Friedhof, wo jetzt bereits reichlich Heidenektar fließt. Ein geübter Griff. So klingen Königinnen, wenn sie sauer sind. Ganz munter. Und das nach monatelangem Winterschlaf im Boden, den Hummelköniginnen gut überstehen, dank Frostschutzanreicherung im Körper. Sie tragen den Eivorrat für ein ganzes Volk in sich und sind deshalb besonders groß und dick. Eberhard will einigen den Start erleichtern. Können wir anziehen. Können Sie da jetzt Auto fahren mit der Hummel in der Hand? Ja. Das ist geübt. Manchmal schnalle ich mich nicht an, weil ich ja geschickt fahre. Eberhard mit Königin in der Faust ist ein gewohntes Bild in diesen Tagen. Nee. Nicht publik machen. Gut angekommen. Zur Begrüßung gibt es einen Trunk aus Frucht und Kristallzucker. Hummeln bevölkern die Erde seit über 100 Millionen Jahren. Aber Blütenarmut und ein kaltes Jahr reichen aus und eine Art verschwindet. Deshalb stehen Hummeln bei uns unter Schutz und teilweise auf der roten Liste. Also besser nicht anfassen. Es sei denn, man ist anerkannter Hummelschützer und dazu braucht man viel Gefühl und Erfahrung. Ab geht es in den vorbereiteten Palast. Etwas Nachdruck sei erlaubt. Gut, dass sie noch mal getrunken hat, nicht? Die Jagd geht weiter. War voller Erfolg wieder. Der Rüssel bei Hummeln ist besonders lang. 22 mm. Diese Königin wird das Frühjahr nicht überleben. Zu viele Parasiten. Es kann schon vom Nest kommen, vom Vorjahr, vom Vorsommer. 2 Wochen später. Eberhards Hummelhotel unterhalb der Burg Plesse füllt sich langsam. Auch die Königin vom Friedhof hat ihr Domizil angenommen. Wolle und Einstreu simulieren ein Mäusenest, das Lieblingszuhause der Erdhummeln. Eberhard präpariert die Hummelnester seit über 70 Jahren. Seine Beweggründe sind einleuchtend. Wenn ich kein Hummelgebrumme mehr höre und keine Bienengesumme mehr höre und keine Schmetterlinge mehr sehe, hätte ich keine Freude mehr im Leben. Kein Vogelgesang, alles kommt dazu. So weit sind wir ja schon bald. Wir hören nur noch ganz selten Lerchengesang oder Nachtigallengesang. Nichts. Wie jetzt zum Beispiel die Kohlmeise. Wenige Kilometer entfernt, in Lutterbeck, trifft Eberhards Bruder Hans von Hagen die Vorbereitungen für sein Hummel- und Hornissenjahr. Denn nicht nur Hummeln finden bei ihm ein Zuhause. Bienen, Hummeln und Dackel unter einem Dach. Kein Problem. Ab und zu werden sie mal gestochen. Dann halt anklagen die Pfötchen hoch, denn die Stiche kommen meistens in die Pfoten, weil sie drauftreten. Und dann kann ich ihn manchmal den Stachel noch entfernen, manchmal auch nicht. Es macht ihnen nichts. Egal, ob entfernt der Stachel oder nicht.
Sie überstehen. Das sind ja nicht allergisch, aber Hunde können auch allergisch sein. Oder werden. Aber von Ihnen ist keiner allergisch? Nein. Hansbienen sind schon durchgestartet. Sie kommen mit Tausenden von Arbeiterinnen aus dem Winterschlaf. Sie sind die idealen Bestäuber, aber es gibt immer weniger Menschen, die sich um sie kümmern. Ein Blick in die Imkerversammlung zeigt, dass das wirkt, als wenn da eine Seniorenveranstaltung ist. Und das zeigt ja schon, dass diese alten Imker irgendwann mal absterben. Ich bin ja auch Imker und bin 78, dann wissen Sie ja Bescheid. Und mit den Imkern sterben die Honigbienen. Und es kann durchaus sein, dass wir mal in einen Bestäubungsnotstand hineinkommen. Und dann hätten wir die Hummeln, wenn wir sie nicht auch untergehen lassen würden. So ein kleiner Lego-Baustein reicht für eine Hummel mindestens für einen Tag. Die beiden ungleichen Brüder teilen ihre Liebe zu Hummeln seit Kindertagen, als sie auf dem elterlichen Gutshof die Hummeln noch in Gläsern fingen. Vorbau tun. Und der ist ja auch nötig, damit sie nicht so oft ausfliegen muss und sich nicht der Gefahr durch die Kohlmeisen aussetzt, die die Hummelkönigin zum Teil in großen Mengen von den beiden Kätzchen abfangen. Die Hummeln suchen jetzt nach passenden Nistgelegenheiten. Erdhöhlen, Moospolster oder auch ein Plätzchen im Komposthaufen. Die Brüder von Hagen fangen jedes Jahr einige wenige Exemplare und vermehren sie zu Hunderten, immer nach dem gleichen Prinzip: fangen und fleißig füttern. Alle außer einer. Wer jetzt gefangen haben, ist eine Kuckuckshummel. Die wollen wir natürlich nicht im Kasten haben. Die suchen ein besetztes Hummelnest, um das zu okkupieren. Da Kuckuckshummeln keinen Pollen sammeln können, besetzen sie ein fremdes Volk und nutzen deren Arbeiterinnen, um die eigenen Königinnen aufzuziehen. In vielen Fällen wird die Königin getötet oder sie wird jedenfalls daran gehindert, dass sie selbst Eier legt. Die Kuckuckshummeln sind stark gepanzert und selbst wenn die Hummelkönigin versucht, sich zu wehren, dann kommt sie mit ihrem Stachel kaum durch den starken Panzer der Kuckuckshummel. Im Gegenteil, wird sie zu massiv, wird sie von der Kuckuckshummel leicht totgestochen. Trotzdem darf sie weiterleben. Ich schmeiße sie in die Freiheit. Da fliegt sie.